Leute, sobald diese Mucke kommt, oh, Alter, Feels, wirklich Feels, Chills, das Übelste. Ja, Frau Ostermann! Du hast wirklich zu viel getrunken. Ich meine, was hast du gerade gesagt? Was hast du gesagt? Die hat nicht so viel getrunken, die alle hat sich Tampons in die Nase gesteckt mit Wodka. Wie so viel getrunken, Mann? Was habe ich gemacht? Du hast keine Ahnung. Was macht sie so mit mir? Ganz ehrlich, abgesehen davon, dass ich eh keiner flachlegen würde, hast du so einen großen Stock im Arsch. Das meinst du so eine Jungfrau? Ich meine es genau so. Das war jetzt wirklich verletzend und nicht unbedingt nötig, Cheyenne. Cheyenne kann so eine Bitch sein. Sie denkt auch echt nur, weil sie reiche Eltern hat und mal was mit dem Sohn eines Adligen im Spanienurlaub hatte, dass sie die Allertollste wäre. Sie gibt doch ständig mit ihren 60.000 Instagram-Followern an. Ich frage mich echt, wie sie die hinbekommen hat. Axel Voss hat sie gebottet. Ich fasse das Studienspiel. Es tut mir leid mit deiner Freundin. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Ich habe ja kein Zimmer und deswegen hat Frau Ostermann angeboten, dass ich bei ihr übernachte. Frau Ostermann? Was? Im Zimmer oder was? Ja, ja. Und hat sie mich angefasst und... Nein! Angefasst? Ja, nein! Was heißt das Wort? Und zwar Pimmel, sehr schmeichelhaft, aber... Pimmel oder was? Auch sehr unprofessionell und das geht eigentlich nicht als Lehrerin. Ja. Hat die ja was auch, oder? Nein. Ja, und was machst du? Wo gehst du jetzt hin? Du musst jetzt wieder nach Hause laufen, oder? Irgendwo schlafen, vielleicht. Ja, ich. Juline ist weg. Sie ist rausgeschmissen worden. Ja, Dank Frau Ostermann, aber wenn du willst, kannst du bei mir schlafen. Juline ist. Also, ich glaube, Juline ist rausgeschmissen worden, weil sie gefickt hat auf der Klassenfahrt, Bruder. Also. Das würde mich sehr freuen, ja. Das wäre. Super, also wirklich, also... Ey, Alter, Georg, jetzt wirklich, man the fuck up, Alter, und geh darüber zu Frau Ostermann und gib ihr, Bruder. Mir geht's einfach nicht gut. Ja, Hannah. Aber warum? Ich bin so ein unwichtiger Nebencharakter in dieser ganzen Serie und keiner kann sich wirklich an meinen Namen erinnern. Wo ist eigentlich Frau Ostermann? Was macht sie gerade, Alter? Viel interessanter. Entschuldigung, Hannah, aber deine Storyline... Alle anderen Mädchen aus der Klasse hatten schon und ich... Hatten schon was, Hannah, hä? Ich bin noch Jungfrau. Aber das ist doch gar nicht schlimm. Doch, ich bin schon fast 17. Oh mein Gott, sie ist schon fast 17 noch Jungfrau? Leute, Hannah, da müssen wir was tun. Das geht so nicht, Hannah, das geht so nicht. Also wer, da muss ich nochmal kurz in den Bus einsteigen, meine Freunde. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wer mit 12 noch nicht, der ist es auf jeden Fall, also... Nee, tut mir leid, Hannah. Da habe ich auch... Das bist du selber schuld. Mir gehen gerade so viele böse Witze durch den Kopf und ich unterlasse es einfach. Hier, wir schauen einfach weiter. Geh doch zu Frau Ostermann ins Zimmer. Die begrapscht gerade Schüler. Also, Hannah, vielleicht hast du Glück. Findest du irgendjemand aus der Klasse süß? Nein. Nein. Wirklich nicht? Nein. Nicht mal mehr Stanley? Nein, die sind alle blöd. Ja. Er ist aber doch wirklich süß. Nein. Ja, Stanley ist mega süß. Ja. Oder? Nein. Hannah. Stanley ist doch voll der Fuckboy. Aber... Irgendwie. Stan ist doch voll der Fuckboy. Er ist nicht lieb. Er tut nur so. Ach Quatsch. Doch, so sind Fuckboys. Nein. Doch, so sind Fuckboys. So. Ach nee, Julienko, was machst du da? Was machst du da? Ach, Leute, was hat Julienko schon wieder geplant, Alter? Man weiß es nicht, Digga. Man weiß es nicht. Ich war nur kurz draußen. Genau, ich leg mich jetzt auch schlafen. Aber ich meine, ist es nicht komisch mit der Kamera? Nein, ich kann mal Fotos machen für einen Plan, aber es ist geheim. Also. Ja. Leute, jetzt mal unabhängig davon, so eine Klassenfahrt. Vielleicht habe ich das noch falsch im Hinterkopf, aber macht man da nicht noch irgendwas? Also geht man nicht irgendwie ins Museum oder so? Oder.
keine Ahnung, also unternimmt man nichts? Die sind ja die ganze Zeit an diesem Schullandheim seit 3 Tagen und saufen jeden Tag und ja, schmeißen das Handy von dem einen Typen rum. Also, keine Ahnung, ich warte auf so eine Storyline, wo Frau Ostermann halt Gregor oder Boris, nee, wie heißt der, Gregor Gomme? Keine Ahnung, wie Gomme von Frau Ostermann im Museum angegrabbelt wird, Alter. Das fehlt mir ein bisschen. Oder gehen die nicht schwimmen oder so? Keine Ahnung, machen die irgendwie fucking Biotop oder sowas im Garten angucken oder irgendwas anderes? Gut, da auf jeden Fall im Hintergrund Special Agent Julienko am Start. Jonas, es wäre echt nice, wenn du aufhören würdest, so rumzuschreien, ja? Danke. Geil! Schrei nicht so. Wie willst du das? Was schrei nicht so. Ach so, schön. Tut mir leid, ich bin reich, ich hatte AirPods drin. Frühsport, mach Sport. Ja, klar. War ja auch immer im Gymstudio, aber in einer Mitgliedschaft. Ja, ja, ja. Okay, dann geh nach rechts. Mhm. So. Ach so, ja. Okay. Aha. 20 Euro, dass das Handy gleich wieder hinfliegt, meine Freunde, und dank Rhino Shield nicht kaputt geht. Achtung jetzt! Och nein, Leute! Nein, da ist es! Es passiert gleich, das müssen wir in Zeitlupe gucken. Das müssen wir in Zeitlupe gucken, Leute. Oh mein Gott, Achtung. Fuck. Leute, ich glaube tatsächlich, dass das Handy dank Rhino Shield nicht kaputt gegangen ist, weil Rhino Shield macht die besten Hüllen. Fuck, Alter, ich glaube den Scheiß langsam sogar. Ich brauche unbedingt so eine Rhino Shield-Hülle, Alter, ehrlich. Ich bin immer so tollpatschig, Mensch. Mann. Ja, aber keine Sorge, es kann nicht kaputt gehen. Das ist... Handyhülle ist von Rhino Shield. Das kann nicht kaputt gehen, das funktioniert noch alles, aber ich bin total patschig. So, in jeder Folge muss das Handy mindestens einmal hinfallen. In den Videos. Ja, das lief nicht so gut. Du, ich muss mich auf dich verlassen können. Löschst du die Kacke noch? Ja, ich lass mir noch was einfallen, aber dieses verdammte Rhino Shield, ich hätte da mit einem LKW drüber fahren können. Es geht einfach nicht kaputt. Mhm. Fuck. Siehst du die da? Anastasia? Ja. Die steht doch ganz, ganz oben auf meiner Liste. Ja. Sie macht die goldene 100 voll. Ich hab damit 100 Frauen. Wow. Sexuell belästigt und 100 Strafanzeigen bekommen. Grüße gehen raus an dich, Bruder. Gut gemacht. Ja, sehr. Ja? 6-mal die Woche. Die anderen hier machen nie Sport irgendwie, oder? Nee. Ich kann eine Übung kann ich. Ich kann ja. Liegestütze machen, ja. Das kann ich eigentlich gut, aber Alter. Sonst. Oh, Stanley. Ich bin nicht der, der sich mit Sport auskennt. Stanley. Kannst du Liegestütze machen? Nee, leider nicht. Das ist nicht so meins. Nein? Nee, gar nicht. Wenn du willst, dann können wir später ein bisschen Sport machen. Nee, Stanley, so bin ich nicht. Stanley, ich bin nicht sportlich. Okay, bis später. Ja? Hallo, Georg. Hallo. Darf ich mich ganz kurz setzen? Ja. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, weil ich hatte gestern einen ganz klaren Kontrollverlust. Ich habe wieder mal ziemlich viel getrunken. Ich habe mal wieder ein bisschen getrunken. Nicht viel, aber schon eine Menge eigentlich. Ja, ich muss mal ganz kurz hier, Leute. Damit schon in der Vergangenheit Probleme und da bin ich ganz klar zu weit gegangen. Dann ist sie auf jeden Fall eine Dame, die definitiv ins Lehramt gehört. Auf jeden Fall, ja. Und das tut mir unglaublich leid. Du bist auf jeden Fall mein Lieblingsschüler und das wird nicht passieren. Danke dir, danke. Ist okay. Nimmst du meine Entschuldigung an? Ja, klar. Und das ist der Moment, meine Freunde, wo sich Greg oder wie auch immer er heißt, komplett in die Hose pisst. An der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, er hätte es einfach durchzumachen. Er hätte sie wegmachen müssen, Leute. Ganz klar. Georg. Georg, Alter. Georg heißt er. Nicht Gregor. Georg. Gottes Willen. Okay. Ich habe ja jetzt auch zum Glück ein Zimmer bekommen. Ah. Ja. Freue ich mich sehr mit Kenneth. Ach, mit Kenneth. Ja. Ach, das freut mich. Wir sind jetzt übrigens alle im Gemeinschaftsraum. Ist dem seine Freundin jetzt echt nach Hause gefahren, Alter? Möchtest du da mit mir hinkommen? Ja, klar, gerne. Ja? Guten Morgen, ihr Lieben. Sorry. Ich wollte mich ganz schnell nur bei euch entschuldigen. Das hätte gestern nicht so ausarten dürfen. Ich bin eure Lehrerin und ja. Nichtsdestotrotz, wo ist überhaupt... Starke Ansage. Ja, ich muss mich ganz kurz entschuldigen, das hätte gestern nicht so laufen sollen. Ich hätte gestern vielleicht nicht einem 15-jährigen Jungen in den Schritt fassen sollen. Ich bin eure Lehrerin und ja, ihr
die, ja, ein Großteil der Klasse. Also ist ja mehr als die Hälfte, die hier fehlt. Und was? Wo fehlt denn da die Hälfte? Da fehlt eine Person, diese Blonde und der Jonas. Was hängt denn so in den Seilen und warum benutzt ihr eure Handys, wenn ich hier bin? Nichtsdestotrotz möchte ich mit euch heute... darüber wird auch ein Test geschrieben. Oh nein. Das heißt, wer gestern etwas übertrieben hat, dem geht es wahrscheinlich heute noch schlechter. Ich habe doch auch gestern getrunken. Nee, darum geht es jetzt aber nicht, sondern es geht halt um Stärkung. Das ist immer so bei Lehrern früher gewesen. Hä, aber sie fahren doch auch immer besoffen Auto. Darum geht es jetzt auch gar nicht überall. Ich bin eure Lehrerin. Ich darf... Das, klar. Das Gemeinschaftsgefühl und dass wir halt auf der Klasse hat was unternehmen. Ihr habt 10 Minuten Zeit und dann treffen wir uns draußen. Oh, Mann, was soll denn das? Also manchmal kann die Klasse so richtig undankbar sein. Ich meine, ich habe mich gestern Abend echt als verantwortungsvolle Lehrerin zugesoffen, ja. Und habe halt dann da einfach mal einen Schüler in den Schritt gefasst. Ja, und die Klasse ist voll undankbar, ey. So kacke, Mann. Gestern trinke ich noch was mit denen und heute, wenn es mal gearbeitet werden muss, nee, das geht dann nicht. Ganz ehrlich, wer feiern kann, der kann auch aufstehen und der sollte auch arbeiten. Deswegen. Ja, wer feiern kann, der kann auch mal Realschüler in den Schritt fassen. Deswegen finde ich das äußerst, äußerst schlecht von diesen Wichsern, was da gerade jetzt... von diesen Wichsern. Der kann auch aufstehen und der sollte auch arbeiten. Das muss ich mir jetzt nochmal ganz kurz in Zeitlupe reinziehen, meine Freunde. Ganz wichtig, ja? Deswegen finde ich das äußerst, äußerst schlecht von diesen Wichsern. Wichsern. Nee, ist eine Top. Also ganz ehrlich, Leute, die Folge gefällt mir bis jetzt am besten, weil Frau Ostermann hat so viel Screentime wie lange nicht mehr. Also wir wissen alle, Frau Ostermann, wichtigster Charakter im ganzen Universum bei Krass Klassenfahrt. Da wird auf jeden Fall noch einiges abgehen, Alter. Das sage ich euch. Wo sind meine Ostermann-Ultras? Let's fucking go, Alter. Was da gerade jetzt abgeht. Ich schwöre, gestern war schon anstrengend, ja. Wo ist eigentlich Cheyenne? Die ist im Zimmer noch halb besoffen. Aber Fernando, kurz... Ihre Rolle verstehe ich auch noch nicht. Sie hat auch noch gar keine Storyline. So macht sie noch irgendwas? Keine Ahnung, Alter. Holt sie ihre Sozialstunden nach? Macht sie einen Fahrradführerschein oder sowas? Interessantes, Alter. Keine Ahnung. Macht sie noch irgendwas Relevantes oder... Keine Ahnung, ey. Zur Frage, ja. Schläfst du eigentlich mit Kenneth in einem Zimmer? Warum interessiert dich das? Hat er irgendwas gesagt über mich? Oh, Leute, da bahnt sich was an, Alter. Da auf jeden Fall erstmal alle Schüler hinten in meinen Bus einsteigen, meine Freunde, und ein richtig fettes... an Kenneths Freundin, die jetzt einfach nach Hause gefahren ist. Denn Kenneth gönnt sich jetzt diese wunderschöne Dame hier. Mad Respect. Wieso? Ja. Na, kann man erzählen. Sag mal, stehst du auf ihn? Ja, ist schon ganz süß, ja. Aber Fräulein... Ja, ist schon ganz süß, ja. Nein, er ist jetzt erstmal bei mir, ne? Nein, sowieso. Wenn er von Julien weg ist, ich glaube, ich bin jetzt dran. Ach so, ja, ja, klar, so ist das ja. Ist wie so ein Pfandautomat, Alter. Wenn der eine seine Flasche reingesteckt hat, darf der nächste kommen. Alles klar, gönn dir. Hattest du schon mal einen Freund? Nein, meine Eltern, du weißt doch, die wollen das nicht. Die sind ein bisschen streng. Mhm. Aber ist mir jetzt egal, hier lebe ich mein Leben. Und vielleicht wird das was mit Kenneth, ja. Natürlich. Eigentlich kann Leila ja total nett sein. Ich dachte, sie wäre auch so eine Zicke wie Cheyenne. Aber ich glaube, Cheyenne fährt einfach nur ein bisschen auf sie ab. Keine Ahnung, ich habe deinen Namen vergessen. Wer bist du, Alter? Können wir nur mal ganz kurz im Chat... Ach, ja, egal. Ich sag's dir, das war definitiv eine Schwalbe. Es ist wirklich recht. Da, weißt du was? Da hast du tatsächlich recht. Weißt du, Drexler... Danke. Heißt du eigentlich Drexler? Du heißt doch nicht mit Vornamen Drexler. Nein, das ist mein Nachname. Warum denn? Wie heißt du mit Vornamen? Ich heiße Drexler, das ist mein Name, ist doch klar. Drexler. Alter, weißt du, wie lange wir uns schon kennen? Ja. Du hast mir noch nie deinen Vornamen gesagt. Wenn du ihn unbedingt wissen willst... Ich vertraue dir das jetzt an, aber warte, Sein Vorname ist Schwanz Drexler einfach, oder Drexler-Schwanz, irgendwie sowas. Warte, du heißt wirklich... Sag das bitte keinem, ja? Wirklich, bitte. Das ist wirklich ein Problem, Alter. Oh oh, denn jetzt weiß Stanley, wie sein Vorname ist. Und das geht nicht gut aus für Drexler, meine Freunde. Sag mal, was hast du da eigentlich? Das? Ja. Das? Das? Das ist hochprozentiges LSD, mein Freund. Wird das Kondom sein für Anastasia? Das sieht gar nicht gut aus. Er ist bestimmt Kevin, Leute.
Hey, hier, hallo. Sorry. Du filmst das. Ich möchte meine 100 auf Video haben. Es ist meine 100, ja? Klar, ja. Schaffst du? Ja, mach ich, ja. Komm schon, Drechsler, Alter. Versteck dich mal wieder im Schrank oder sowas. Oder, keine Ahnung, in der Tamponschublade. Und da wird man hier draufgehalten, Digga. Was denn mit dir? Sag dir das, wird der mit Abstand beste Klassenausflug, den ich je hatte.